Ich hatte ja einen Mentor, Professor Friedrich Weinre, über viele Jahre, dem ich in Klöstern nachgereist bin und der so etwas Ähnliches wie ein geistiger Mentor für mich war. Obwohl er kassitischer Jude war, hat er über Pfingsten gesprochen, das Pfingstwunder, worauf ihn seine jüdischen Freunde irgendwie sagen, na, da spricht der Jude über Pfingstwunder, schon komisch. Also Weinre war auch mit dem Christentum verbunden und er war für mich sowas wie eine geistige Instanz, ein sag ich mal, vermessen, ein Meister. In den vielen Jahren, in denen ich ihm folgen durfte, habe ich erfahren, dass in seinem Wohnort in Zürich so Brunnenhofgespräche stattfinden, wo sie verschiedene Philosophen treffen. Und so habe ich Professor Ulrich kennengelernt. Und da ist auch, wie bei Guido, sofort eigentlich etwas entstanden, ein Funke gesprungen. Er war ganz anders im Übrigen als Weinre. Er war ein Mensch mit leidenschaftlicher Qualität im Sprechen. Also, ich war sofort fasziniert. Ding war so schön, so toll. Also, und habe dann erfahren, dass er in München in der Hochschule für Philosophie Professor ist und habe mich dann auch da gleich eingeschrieben, habe ihn dann viele Jahre lang von 78 bis 82 gehört und muss sagen, ich verdanke ihm auch, wie ich schon erwähnt habe, eine ganz neue Sicht auf das Christentum. Ein Semester war der verlorene Sohn, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass das so schön war. Da ist man manchmal mit Tränen in den Augen aus der Vorlesung gegangen. Und dieser verlorene Sohn war grandios erzählt und nahegebracht. Wie also der zuletzt Schweinehirte war, was ja zur damaligen Zeit das Niedrigste war, was einer machen konnte, und so kam der vom Schweinehirten zurück zu unserem Vater in das Haus und wurde eben dann mit Ehren und Vollen und Armen empfangen. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte. Das ist ja ein Synonym für den Menschen und für die Beziehung zu Gott ja auch, dass man, wie ich vorhin sagte, mit Liebe aufgenommen wird, die Hoffnung hat, mit Liebe aufgenommen zu werden, obwohl man ja vieles nicht erfüllt hat, obwohl man sich eigentlich entfernt hat. Und diese Geschichte des zurückkehrenden verlorenen Sohnes hat mich sehr ergriffen, muss ich sagen. Und so ist mir auch das ganze, wie gesagt, ganze Christentum in seiner Tiefe, diese Liebe Gottes zum Menschen in dieser Form, ja, zum ersten Mal so nahe gebracht worden. Ich habe ihn die ganzen Vorlesungen aufgezeichnet auf so einem Uhr professionell und er sagt, ja, also wenn ich es nicht höre, nicht sehe, dann können Sie es ja aufnehmen. Später habe ich dann von einer Kommilitonin erfahren, dass der Bischof Oster auch bei ihm studiert hat und wir haben uns getroffen und habe ihm auch die Bänder übergeben, die dann digitalisiert wurden. So ist ein Stück eigentlich auch gesichert worden. Ja, die Geschichte mit Regensburg. Ich hatte mal um ein Gespräch gebeten, was eben sehr selten war. Er war doch auch zurückgezogen und dann bin ich nach Regensburg gefahren, ja, in die Uni. Und wir haben uns da getroffen in der Aula da und ich war so wissbegierig und habe ich neue Fragen gestellt und gefragt und ich habe schon gemerkt, irgendwie jetzt sage ich, ja, aber das kann man doch wissen und so. Nein, sagt er, also wissen können Sie gar nichts. Wissen geht gar nicht, ja, aber sage ich, ja, aber vielleicht kann man es doch ahnen, ne? Wenn man es nicht wissen kann, vielleicht kann man es ja ahnen. Ne? Sag ich, was wollen Sie mit den Ahnen, da kommst du den Ahnen, ja, mein Gott, ne?
Leute, jetzt, ich habe was für Sie. Das ist für Sie persönlich. Ich reiße so ein kleines Zettelchen ab von der Wand, ganz winzig, und schreibe drauf E.B.V. Sagt er, das ist für Sie. Ich habe lange gegrübelt, denke mir, na gut, weiter, jetzt denkt mal nach. Und nach geraumer Zeit habe ich dann aufgegeben, ich weiß es nicht. Was heißt das denn, E.B.V.? Ja, das ist es, sagt da. Es bleibt verborgen. Eine schwierige Lektion, es bleibt verborgen. Und mir wurde klar, dass ich mit meinen Fragen nach dem Wissen da irgendwo am falschen Weg war. Ne? Denn das Wissen führt nicht zum Glauben. Und man kann das nicht glauben, was gewusst werden kann. Oder was gewusst wird, braucht man nicht zu glauben. Und so ist mit dem Glauben ähnlich wie mit der Hoffnung vielleicht. Es gibt ja diesen Spruch, Hoffnung ist der Vogel, der in der Nacht singt. Das ist interessant, weil warum singt der Vogel in der Nacht? Die Nacht ist ja finster. Ne? Und die Hoffnung singt trotzdem. Ne? Und mit dem Glauben ist es vielleicht ähnlich. Man kann glauben, obwohl es ganz anders aussieht. Ne? Man kann glauben, obwohl der Tod schrecklich ist. Man kann glauben, obwohl man den besten Freund verloren hat. Man kann glauben, obwohl einem dieses und jenes gar nicht gelungen ist. Und Professor Ulrich hat mal ein Semester gehalten, das war das Entscheidendste für mich überhaupt, Gottes Nein als Ja lesen. Weil wir glauben ja immer, wenn uns Gott liebt, dann weiß er, was wir für Wünsche haben, dann wird er dem Walter das ja schon erfüllen und er träumt sich dies und jenes. Und sehr oft passiert aber, dass es gar nicht erfüllt wird. Und dann denkt man ja, entweder gibt es den Gott überhaupt da oder hört er mich nicht oder mag er mich nicht, liebt er mich nicht oder warum, wenn es kein unfrommer Wunsch war, erfüllt er mir den Wunsch nicht. Und ja, irgendwann geht einem dann auf, sehr, nicht so einfach, dass wenn einen Gott liebt, er manchmal einem Wünsche verwehren muss. Um meiner selbst willen. Und das war eben eine ganz wichtige Lehre aus diesem Semester, Gott zu vertrauen, gerade wenn es einem nicht erfüllt wird. Ja, das war eigentlich der Einbruch der Ewigkeit in diese Vorlesungen. Man ist da gesessen und war ergriffen und hat gespürt, da passiert etwas mit einem in diesem Dialog, in diesem Hören und Sprechen. Und er hat ja sehr zurückgezogen gelebt. Ich habe dann ab und an telefoniert, also letztes Jahr mit ihm mal telefoniert habe und auf diese Vorlesungen wieder zurückkam, die ja schon 40 Jahre her sind. Und mich bedankt habe für diese herrlichen Stunden, die mir auch in meinem Leben für die Medamarkt-Gründung für vieles so viel weitergeholfen haben. Ja, sagt er, nein, also ich muss bedanken, ich muss, dass Sie zugehört haben. Und der, mein Gott, so ein großer Mensch, der sagt, er muss, ist ja eigentlich unglaublich. Und dann sagt er was sehr Schönes. Er sagt, ja, diese Momente sind ja nicht vergangen. Diese Momente bleiben. Die sind am Brunnen der Ewigkeit getauft, diese Runde. Und das ist so schön, nicht nur an Paris zu glauben, sondern auch, dass alles irgendwo aufgehoben ist, letzten Endes. Dass Gute und Schöne irgendwo bewahrt ist und dass diese Momente nicht umsonst waren, dass sie immer gegenwärtig sind. Und so kann ich mich ja heute auch noch an diese Momente erinnern. Die sind ja noch immer in mir. Und das ist doch ja, für mich ganz wesentlich gewesen, eine ganz andere Form der Freundschaft wie mit Guido. Guido waren zwei quasi originelle, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die sie begegnet sind. Und bei Ulrich war es doch eine hohe geistige, moralische Instanz, die mich auch immer wieder erinnert hat,
nachzugraben und nachzudenken. Und trotzdem hat es das gleiche Fundament, nämlich die Liebe zu anderen Menschen. Also ich habe beide geliebt und man kann auch da nicht unterscheiden. Ja? Man kann, haben wir den mehr geliebt oder jenen mehr geliebt, wenn der Vater mehr Kinder hat. Ich glaube, Liebe vergleicht nicht. Und so gesehen kann ich sagen, also ich habe beide gleichermaßen geliebt. Ja. Im Prinzip ist die Liebe auf unterschiedliche Art gleicher Qualität gewesen. Dennoch mit dem Abschied natürlich von Guido, von Professor Ulrich und von meiner Mutter ganz unterschiedlich erlebt. Bei meiner Mutter war ich mit dabei, Agatha Ried. Ja, mit Guido, da konnte man nicht rein, da war im Rheinraum da mit der Leukämie, da konnte man, durfte man ja nicht hin. Da habe ich es dann erfahren. Auch erst einmal ein großer Schrecken. Bei Ulrich war es ganz anders. Bei Professor Ulrich war es so, dass mich sein Sohn anrief. Und gesagt, ja, sein Vater hat da von mir gesprochen und rufe ich sie morgen an, wir machen dann aus, wann ich komme. Er sagt, dann kommen Sie lieber gleich. Ich denke mal, na, gleich. Gleich war für mich morgen, ne? Samstag. So, fuhr ich also am Samstag dann nach Regensburg und sein Sohn hat mich dann da getroffen und wir sind in dieses Seniorenstifte gegangen. Ich glaube, Zimmer 311 oder was war, oder 311, ja. Er ließ mich dann alleine mit seinem Vater. Wir schauten uns an und er lag ja im Bett und haben uns umarmt und er sagte, mein Gott, da weißt du uns. Und so waren wir so, weiß ich nicht, 10 Minuten in Stille. Und ich kann heute sagen, das war eben einer der schönsten Momente meines Lebens, weil wir haben uns ja Jahrzehnte nicht gesehen. Jahrzehnte. Er wollte keinen Besuch haben, er hat das honoriert, nur telefoniert oder geschrieben. Das war eine Wiederbegegnung, wo alles eigentlich wieder zusammengekommen ist, was wir gemeinsam erlebt haben. Das ist so wie ein Revival der gesamten Begegnung gewesen, ohne Aussprache, ohne, weißt du noch, damals oder so, sondern stumm, so schön, ganz ruhig. Und am Ende sagt er ja nur so, dass es schön sei, dass sein Sohn und ich da uns quasi Freunde geworden sind. Ja, ich habe oft über diesen Moment nachgedacht und habe überlegt, warum dieser Moment so wesentlich war. Viel wesentlicher als manche grandiosen Momente, die was ich in Hongkong auf dem Dach mit dem Sonnenuntergang erlebt habe. Es ist halt eine ganz tiefe Liebe und Freundschaft da in einem Moment sichtbar geworden. Wir haben eben im Jetzt uns wieder getroffen und das Jetzt war eigentlich von der Ewigkeit schon für mich jetzt irgendwie gezeichnet, wo das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige irgendwie schon in einer Einheit da waren. So war das für mich eigentlich der von den drei, es war unser Abschied auch, das war eigentlich der, ja, der Abschied, der, ja, der nicht diesen Schock gehabt hat wie die anderen beiden. Natürlich ist er dann bald darauf verstorben, aber es war ein ganz anderer, Prozess. Ja, interessant, wie unterschiedlich das ist. Ja, ich hatte ja auch vorher schon seine Familie, den Sohn und die ganze Familie kennengelernt und so hatte ich dann die Ehre, dass ich doch mit der Familie sehr nah
an dieser Beerdigung teilnehmen durfte und hat ja auch die wirklich wunderbare und sehr tiefe Rede von Bischof Oster gehört. Und vor der Kirche kam sein Sohn Thomas dann zu mir und drückte mir die Mütze in die Hand und sagte, das ist für Sie. Sie haben es wirklich, der Einzige, der es verdient hat, denke mir, wieso habe ich es verdient, ne? Womit und wofür, war aber gerührt, wirklich sehr gerührt und dachte, mein Gott, wird mir so eine Ehre zuteil. Ja, wird mir so eine Ehre zuteil und habe die Mütze an mich genommen, habe sie dann mit nach Hause genommen und habe überlegt, welchen Platz findet die Mütze jetzt. Ne? Und ich habe ja an meinem Fenster so ein mit verschiedenen Silberrahmen einen Platz, wo alle, die gegangen sind, die Familie und die Freunde und Guido und Leute Ulrich, wo alle da irgendwie zusammen sind. Und ich dachte mir, ja, da an diesem Fenstergriff, da über den anderen, da hat die Mütze ihren Platz und seither hängt sie da. Und ich bin wirklich dankbar für diese Mütze, ja. Für diese Geste auch vor allem, ja. Vor dem Sohn Thomas, ja.